Wenn man mal historisch schaut, dann ist es so, dass Heilpflanzen wahrscheinlich mit das Erste sind, was der Mensch genutzt hat. Schriftliche Aufzeichnungen gibt es von vor über 7000 Jahren schon aus China. Man weiß heute sogar, dass Primaten wie zum Beispiel Schimpansen oder Gorillas gewisse Pflanzen essen, wenn sie Verdauungsbeschwerden haben. Die ganz bekannt sind, da sitze ich jetzt gerade davor, hinter mir. Das sind eben Pflanzen, die verwendet werden für Atemwegserkrankungen, Husten. Das kennen Sie alle. Bekannteste ist sicher Kamille mit ätherischen Ölen. Und das ist ein bisschen irreführend. Das sind jetzt keine fetten Öle, wie wir es kennen, wenn wir jetzt ein Keimöl nehmen oder sowas. Das sind leicht verdunstende, flüchtige Stoffe. Und das merkt man auch, wenn man daran streift, an so einer Kamille zum Beispiel, hat man schon ein bisschen den Kamillenduft. Und was wir hier sehen, ist der Fingerhut. Und das ist wohl eine der bekanntesten Heilpflanzen durch das Herzglykosid. Eine zuckerhaltige Verbindung. Und an diesen Zuckerverbindungen hängt ein anderes Molekül dran, das die eigentlichen Wirkstoffe macht. Also was wir hier sehen, ist jetzt ein Vertreter der Zaubernussgewächse. Hamamelis blüht im Frühjahr sehr schön gelb. Und diese Zaubernussgewächse werden vor allem für Hautcremes verwendet. Das ist so, dass heute eben diese Heilpflanzen in verschiedenen Anwendungen direkt eben über das Pflanzenmaterial chemisch herausgelöst, gereinigt oder dann eben als Ideengeber für wirklich chemische Medikamente eine große Rolle spielen.